Dancing with Demons. Willkommen, lieber Freund. Die tieferen Ebenen der Wirklichkeit sind real. Hyperraumwesen, interdimensionale Entitäten, Formwandler, sie sind schon längst hier. Dancing with Demons, Spuren aus dem Überraum. Gutes Gestern, geschätzte Übernauten. Draco! Polo! Die aktuelle Überraumkollektion. Achtung! 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 Dauergewebesendung. Schon die Seidenspinneraupen bekommen in LSD getränkte Maulbeeren zu essen und wir verwenden ausschließlich ihre anfälligste Überraumseide. Denn so kann man ihren wahren Träger abbilden. Geißeln Sie die Menschheit so, wie sie wirklich aussehen, mit Draco Polo. Es ist Demon Tech, geschätzter Übernaut. Dein Denkapparat muss erst die anfälligen Atome kombinieren und dann kannst du es sehen. Gestern, geschätzte Übernauten. Spuren aus dem Überraum. Denn wieso sonst sollte Shreks Sohn seinen plumpen Körper aus dem Sumpf hieven und herbeigestolpert kommen, wenn nicht, um den Zelteingang zu blockieren? Geschätzter Übernaut, im Zelt ist etwas, das der Verletzte nicht sehen darf. Etwas, das die Personen im Zelt so sehr faszinierte und fesselte, dass sie ganz vergessen haben, den Zelteingang zu bewachen. Dancing with Demons! Wer hier jetzt wirklich ernsthaft noch denkt, es gäbe eine natürliche, physikalisch korrekte Antwort auf diese Tatsachen, ist bekloppt. Es ist Demon Tech. Demon Tech. Demon Tech. Demon Tech. Und wie plastisch schaut er jetzt unter der Achsel hervor. Es wächst aus den Lymphen. Steck den Kopf nicht in den Sand, geschätzter Übernaut. Es ist so. Es ist kein Aufdruck. Es ist ein Wesen. Es windet sich um seinen Gefährt. Klappert wie ein brennender Irrer. Ich will dir seine Briefmarkensammlung im Überraum zeigen und dich in den Irrwitz hineinzerren, aus dem es entsprungen ist. Teil 2 Wolkendämonen. Wolkenstrahlaffen. Feuer.
Vollbremsungen, Cobra. Mit einem Dämon im Schwitzkasten geht zum Arzt. Sagt der Arzt, was haben Sie denn da? Wie dieser scheinbar hellsichtige Nackedei zurückweicht, ist phänomenal. Es ist nicht so, dass er dort etwas sehen würde, nein, er spürt es. Als würde er Snake gegen eine schwarze Katze spielen. Und wenn er ihren Weg kreuzt, hat er verloren. Für ein Gerät in seinen Händen. Immerzu muss er darin herumhantieren mit seinem viel zu dunklen Unterarm und der Morph-Uhr. Ist das ein Dämon? Ach, das sieht doch nur wegen der Bildqualität so aus. Guck mal, da vorne der zum Beispiel, da kann man auch sagen, da wäre was. Moment, jetzt habe ich's. Ein Glitch ist es. So ein Artefakt, weißt du? Kompressionsbedingt und so, Junge, weißt du? Ach, was ein Scheiß. Das ist nur der Wind. Das wird aufgeblasen vom Wind, das Hemd. Wenn das Stimme wird, wär's schon im Fernsehen kommen. Die drei paranormalsten, drei paranormale Videos, die paranormal sind. Teil 1. Ein Interview zum Schießen. Die treffsichere Antwort dieses Mannes kommt wie aus der Pistole geschossen. Das entgeht auch den zwei fadenscheinigen Zensurfetischisten nicht. Schnell dreimal auf die Pappröhre geklopft und schon ist Omi zur Stelle, um die Antwort mit einem ihrer obskuren Gehirnwäschebolzen zu ihren Gunsten ausfallen zu lassen. Zerrte Fratze in die Schulter des Soldaten vergrabend, wäre es Clara Klaue beinahe gelungen, unbemerkt zu bleiben. Wenngleich der Medizinmann quasi blind in die Choreografie einzusteigen vermag, fällt bei Commissioner Schmidt noch zunächst eine Sichtkontrolle an, um den richtigen Einsatz abzupassen. Aber dann präsentieren sie uns Synchronbücken auf allerhöchstem Niveau. Und hoch, zwei, drei, vier, bücken, zwei, drei, vier, hoch, zwei, drei, vier. Was soll das sein? Wenn nicht ein Patient aus dem Überraum. Es blinzelt sogar und weiß genau, dass du es siehst.